Volle Erwerbsminderungsrente. Welcher Hinzuverdienst wird angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Fragen, die wir auf Rentenbescheid24.de erhalten, unter anderem auch immer wieder die Frage zum Hinzuverdienst bei einer Rente wegen Erwerbsminderung, sei es volle Erwerbsminderungsrente oder Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Hier eine Frage ganz speziell zum Thema volle Erwerbsminderung. Ich beziehe eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Ich weiß, dass ich neben der Rente im Rahmen der gesetzlichen Stundenvorgaben noch dazu verdienen darf. Mich beschäftigt aber die Frage, welcher Hinzuverdienst an diese volle EM-Rente überhaupt angerechnet werden kann. Können Sie dazu eine Aussage treffen? Natürlich können wir dazu eine Aussage treffen, denn die Antwort gibt uns der § 96a Sozialgesetzbuch Nr. 6 Gesetzliches Rentenrecht. Auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung werden angerechnet das Arbeitsentgelt, das Arbeitseinkommen. Das Arbeitseinkommen ist der Gewinn des Selbstständigen und vergleichbare Einkommen. Und ausdrücklich im § 96a auch noch erwähnt das Verletztengeld und das Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Genau diese fünf Arten des Hinzuverdienstes dürfen an eine Rente wegen voller Erwerbsminderung angerechnet werden. Andere Arten des Hinzuverdienstes nicht. Der anrechnungsfreie Hinzuverdienst bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung liegt aktuell bis zum 31.12.2022 bei 6.300 Euro. Ab dem 01.01.2023 wird die Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderungsrente auf über 17.000 Euro Jahresbrutto angehoben. Final entschieden ist dies aber noch nicht. Der Bundestag hat schon eine erste Lesung abgehalten zu dem Gesetz. Es muss noch in der zweiten und dritten Lesung zu dem entsprechenden Gesetz, das ist das 8. SGB IV Änderungsgesetz, hier durchgeführt werden. Der Bundesrat selbst hat schon eine Stellungnahme zum Thema geschrieben und sozusagen abgenickt. Und wir gehen davon aus, dass die Änderung des Hinzuverdienstes bei Erwerbsminderungsrenten ab dem 01.01.2023 dann auch tatsächlich in Kraft treten werden. Über die entsprechenden finalen Entscheidungen werden wir selbstverständlich hier auf unserem Kanal berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.